Zwei Münzen. Da habe ich ja. Mana-Tränke sind neu. Man kann sich Runen kaufen. Okay, auch geil. Aber nicht gerade billig. Okay. Habe ich da gerade auf den Tisch? Ah, hier. Schleifstein. Bringt mir nicht. Ich einfach ein bisschen rumzuspielen. Okay. Ja, ich habe Zeit für dich. Corvo. Corvo. Hallo. Ich heiße Callista. Hi. Und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ja. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Oh. Könnten Sie ihn beschützen? Klar, mal gerne. Das machten Sie doch. Vor Ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Okay, ich werde es versuchen. Wenn ich es nicht hinkriege, tut es mir leid. Jo, Samuel. Es geht. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Na klar, bin ich bereit. Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, habe die einzige Rune hier gefunden. Oh, jetzt kommt die Maske. Ich konnte schon die ganze Zeit zoomen, aber egal. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwells und ein enger Verbündeter des Lordregenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dringe ins Büro des Oberaufsehers ein und stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie ihn, verhilfe ihm zur Flucht. Ja, endlich mal eine richtige Mission, die wirklich, die hat's, glaube ich, soweit ich weiß, die hat's wirklich in sich. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch, das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Okay. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Lumpengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Okay. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Oh, ich probiere einfach mal alle Wege aus. Hauptstraße, einfach mal alles. Okay. Ich kann neue Missionshinweise hingucken und ich werde mit Aufgaben. Also, das ist meine Hauptaufgabe. Ja, nutze die Bottle Street Gassen, um die Lichtwände zu umgehen. Finde Emily. Das erpresst, okay. Und optional eine verschone Hauptmerker Körnorf und Lumpengräfin, sprich eine Lumpengräfin in ihrer Wohnung. Okay, die Lumpengräfin hört sich schon nicht schön an. Ja, wird man glaube ich sofort erkennen. Das ist hier hinten schon eine Wache. Erstmal 5. Okay. Okay, kümmern wir erstmal das da oben sehr wahrscheinlich. Und 1. Ich drücke erstmal F5. Oh, da oben sind die Leute. Oh, falscher Knopf. Okay, die werfen Leichen darunter. Gut, immer her damit. Ah cool, wir hören auch deren Gespräche. Nicht schlecht. Mal kurz speichern. Auf geht's, es ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Hey. Was gibt's? Ich glaube, der Letzte hat sich bewegt. Was? Ja, der Kleine da.
Unmöglich. Hab sie selbst überprüft. Mach weiter. Du Gott, mein mich. Na, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Ich glaube, ich kann sie einfach unten. Warte, ich probier's mal aus. Wie viele Betäubungsbolzen haben wir noch? Zwei. Oben sind, soweit ich weiß, drei Leute. Okay. Klappt nicht. Ich werde es einfach weiter schleichen. Okay, doch nicht. Schleichen ist mir zu langsam. Erstmal F5. Wir haben ihn beseitigt und wurden fast entdeckt dabei. Hier gibt es auch Zivilisten. Also Leute, die keine Wachen sind. Boah, hier ist eine Wache gewesen. Entschuldigung, ich kann nicht helfen. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich sagte ihr doch, die Kinder nicht rauszulassen. Ich sagte es doch. Die Leute scheinen hier sehr Achtung, verängstigt zu sein. Bitte machen Sie den Weg frei, wenn sich Ihnen ein motorisiertes Fahrzeug oder ein Stelzenläufer im Staatsdienst nähert. Diese Fahrzeuge werden weder Ihre Geschwindigkeit drosseln noch anhalten, wenn Ihnen Bürger im Weg stehen. Nett. Wir wollen ja da oben hin, aber da sind drei Leute, die uns den Weg versperren. Aber ich sehe da hinten eine Kette. Irgendwas macht dann Schaden. Ich habe echt ehrlich gesagt keine Ahnung, was. Ja, komm, greif doch. Ah, klappt doch. Rattenspieße. Und das ist unser erstes Knochenartefakt. Knochenartefakte verleihen dir kleine übernatürliche Vorteile. Du findest sie, indem du ihren Liedern lauschst. Du kannst kannst im Bereich Knochenartefakte im Tagebuch normalerweise bis zu drei Knochenartefakte gleichzeitig aktiviert haben. Deswegen sagen normalerweise, wie wir gerade schon gesehen haben, bei dem Verbesserer Piero Dingens, ja, da kann man das halt erhöhen, dass man hier, wie man sehen kann, bis zu sechs kann man tragen. Momentan nur drei. Der hat nichts. Hat ein Spießer schon gegessen. Kann ich mich darüber teleportieren? Nein. Warte mal. Will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Wenn ich. Kann ich dabei suchen? Jo. Ratte aus dem Weg. Wenn ich dabei zoome. 1, 2, 3, hoch! Ich weiß, dass du hier bist! Okay. Wir wissen, dass du da bist. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Okay, in dem Fall lassen wir die erstmal in Ruhe. Ich will ja meine Betäubungsbolzen nicht an denen verschwenden. Ja, beliebige Taste drücken. Okay. Und einfach hier runter. Ups. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Okay. Ich höre das, glaube ich, zu oft. Ich finde es aber extrem geil. 1, 2, 3. Wie das gesagt hat, so richtig in Zeitlupe. Ach. Da oben ist noch einer. Ups.
Ist da jemand? Was zum? Zu den Waffen! Was zum? Okay. Verdammt! Jemand soll Hilfe holen! Irgendwer, bitte! Gut, Hilfe! Immer her damit! Okay, in Seitengassen. Es ist hier, es sind hier keine Wachen, soweit ich weiß. Die erste Lichtwand ist doch verloren. Die Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Okay. Das ist nichts Schönes. Nee, wirklich alles. Ah, da ist noch eine Rune. Wer ist das? Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Und einfach mal reingehen. Okay, hier oben ist ein, scheint nichts zu sein. Da kommen wir nicht hoch. Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Ja, die lassen erstmal in Ruhe. Dann da ist ein Artefakt. 1 von 7. Eine Rune. Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Und es ist die Lumpengräfin? Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Okay. Ich sah, wie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ja, ihn töten natürlich. Also, jetzt haben wir 2 Runen. Wir können uns Zeitverlangsamen leisten. Drücke rechte Maustaste, um alles um dich herum für begrenzte Zeit oder bist du erneut Richtungslos zurück zu verlangsamen. In der 2. Stufe wird die Zeit vollständig angehalten. Sicherheitsvorrichte bemerken dich nicht, solange die Wirkung anhält. Okay, Zeit verlangsamen mache ich die 5. Das auf die 6. Ich fürchte die kleinen Vögel. Genau, mit der Lumpengräfin. Liebster? Nein. Bist du es, mein geliebter Ehemann? Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ja. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Nein. Die Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Ich habe Angst vor der Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Was hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr?
Das ist, soweit ich weiß, müssen wir da gegen die kämpfen, aber... Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Aber... Die waren immer schon links. Nie hörst du zu. Man kann sie auch von oben ausschalten. Mach auf, Großmutter! Ich wette... Na los, holen wir uns diesen Kerl! Mach ihn fertig! Okay. Ja. Okay, wir haben keine Bolzen mehr. So. Beute nehmen. Man hat nichts dabei gehabt. So. Ich kann mal wieder reingehen. So. Oh, hier war man noch nicht drin.